Servus Freunde, was geht ab und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Der Shop startet in Kürze. Ich bin total gespannt, ob wir heute irgendwas Neues bekommen. Könnte sein, dass wir heute einen neuen Skin bekommen, der ein, zwei Tage im Shop bleiben wird und dann eventuell ein, zwei Tage etwas Altes und dann kommen die Valentinstags-Skins. Schauen wir uns das mal an. Los geht's. Okay, wir haben nichts Neues. Da habe ich mich wohl geirrt. Okay, gut, kein Problem. Oh, schon wieder der Background-Fehler. Okay, gut, kann man nichts machen. Ja, was haben wir hier? Den Clown-Skin nach Nacht die Nacht heißt er, okay, gut. Den hatten wir ja schon vor, ich weiß nicht, zwei, drei Wochen oder so. Der gefällt mir gar nicht. Also, ich bin kein Fan von dem Typen. Schauen wir uns mal die Stilvorschau an. Ja, sieht ja noch hässlicher aus. Zwar ein bisschen lustig, aber irgendwie auch gruselig. Gefällt mir gar nicht, der Typ. Also, ich kann mich mit diesem Skin gar nicht anfreunden. Ja, das Backbling habe ich ja schon mal gesagt, finde ich total cool. Gefällt mir, aber 1500 D-Bucks wegen einem Backbling, ja, ist absolut nicht notwendig. Gut, hier haben wir die weibliche Variante. Kuckuck. Sieht auch nicht besser aus. Sieht schon besser aus als der männliche Clown, aber jetzt auch nicht der Mega-Burner. Wie sieht ihre Stilvorschau aus? Verdammt, Leute, ich habe den Fehler gemacht und ich habe das hingekauft. Nein, das wollte ich gar nicht. Ich wollte mir die Stilvorschau anschauen. Nein. Okay, gut. Passiert, kann man nichts machen. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Gut. Das wollte ich überhaupt nicht. Oh mein Gott, jetzt habe ich auch noch dieses Backbling. Gut, Freunde, ist passiert. Ah, das ärgert mich jetzt. Ich will den gar nicht haben. Eventuell gebe ich ihn zurück. Ja, schauen wir mal. Gut, sei es drum. Oh, ich hätte fast wieder aufs Quadrat gedrückt. Meine Güte, meine Güte. Schauen wir uns mal die Spitzhacke an. Quietsche. Ja, die hört sich schon lustig an, aber der ist auch nicht so. Ich weiß auch nicht. Okay, na, das bereue ich jetzt auf jeden Fall. Ich gebe den Skin auf jeden Fall zurück. Der gefällt mir gar nicht. Gut, was haben wir hier? Schlachtenhund. Ja, ich finde den schon cool. Ich kann jetzt nicht sagen, mega cool. Ich finde ihn schon cool. Das Einzige, was mich hier an dem stört, ist ein bisschen, dass es aussieht, wie als ob dieser Kopf aufgesetzt ist, was er ja natürlich auch ist. Aber es sieht irgendwie höher aus als der Rest des Körpers. Das ist so das Einzige, was mich so ein bisschen an ihm stört. Ansonsten finde ich den Skin schon relativ cool. Ja. Ah, man sieht deine Augen, beziehungsweise nicht die Augen, sondern die Augenlöcher durch die Schnauze. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Ja, das sind die Löcher, das ist mir vorher nie aufgefallen. Gut, was haben wir hier für eine Spitzhacke? Die nennt sich Silberzahn. Ja, gefällt mir gar nicht. Was soll das sein? Soll das ein Hund sein oder so? Ein Werwolf? Sieht total verängstigt aus. Also böse, gefährlich sieht das nicht aus. Jo, das wär's damit. Meine Güte, ich ärgere mich immer noch, dass ich das Quadrat gedrückt habe. Oh mein Gott. Ja, jetzt haben wir hier wieder den Weitschuss. Den hatten wir. Wir haben ja vor ein paar Tagen die weibliche Variante gehabt. Der Weitschuss gefällt mir schon. Ja. Ich darf ja nichts sagen. Slackalani reißt mir den Kopf ab. Den gefällt das Skin ja total mega, glaube ich. Er sieht ja auch gut aus. Er sieht ja nicht schlecht aus. Aber holen werde ich ihn mir nicht. Also Quadrat werde ich jetzt sicherlich nicht drücken. Die Fernrohrtasche sieht schon cool aus. Gefällt mir. Ja. Ist in Ordnung. Am Haken. Ein cooles Emote gefällt mir. Nur die Tante hier gefällt mir überhaupt nicht. Meine Güte, wie konnte ich diesen Fehler machen? Gut, was haben wir hier weiter? High-Rise Trooper. Ja, ich mag ihn nicht. Wem er gefällt, holt ihn euch. 800 V-Bucks ist nicht die Welt. Er sieht in Ordnung aus. Also, ich will nicht sagen, dass er hässlich aussieht, aber sieht schon in Ordnung aus. Ja, die Spitzhacke habe ich ja, glaube ich, im Rahmen eines Sets geholt. Kälteeinbruch. Gefallen tut sie mir aber nicht. Ich kann nicht sagen, dass sie mir gefällt. Finde ich total hässlich. Aber okay, gut. Showstopper mag ich absolut noch nach wie vor. Gefällt mir. Das ist ein cooles Emote. Und was haben wir hier? Schneesturm. Okay, das ist mal ein netter Gleiter. Ist in Ordnung. Sieht in Ordnung aus. Ja, Freunde, das war's mit dem Shop. Ich habe mich wohl geirrt. Ich dachte, heute gibt es einen neuen Skin. Ja. Leider nicht. Wahrscheinlich morgen dann. Ich nehme an, morgen haben wir den 8. Februar. Dann wird der neue Skin rauskommen. Es ist meine Vermutung. Es wird ein neues Skin rauskommen. Oder zwei. Die werden dann ein, zwei Tage im Shop bleiben. Dann wird es ein, zwei Tage wieder etwas Altes geben. Und dann kommt es genau rechtzeitig zum Valentinstag, kommen dann diese Valentinskins raus. Der Kuschelbeauftragtenbär und wahrscheinlich auch noch dieser Love Ranger, dieser neue. Ansonsten hat mich der Shop nicht wirklich umgehauen. Bis auf diesen Clownsfehler. Das hat mich wirklich umgehauen, muss ich sagen. Dieser Shop ist für mich heute vielleicht sogar noch ein Ticken schlechter als der gestrige Shop. Ja, der Schlachtenhund ist in Ordnung, Weitschuss ist in Ordnung, aber ja, der Rest nicht so in Ordnung. Die Emotes sind auch okay.
Na gut, Freunde, dann beende ich mal das Shop-Video. Danke euch fürs Schauen. Wer noch nicht abonniert hat, sollte es machen und an meiner Verlosung teilnehmen und eventuell die 1000 V-Bucks absahnen. Freunde, macht es. Ihr habt unten in der Videobeschreibung den Link. Abonniert, aktiviert die Glocke und ihr seid immer mit dabei, wenn es neue Verlosungen gibt, neue Shop-Videos und wenn ich die neuesten Skins in-game vorstelle, euch die Lackierungen zeige, etc. etc. Okidok, dann wünsche ich euch einen angenehmen, geilen Donnerstag und haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.